tell you right now, 'cause she's the one I'm thinking of. Hey. We lose track of time. Let up high, now we climb. Oh, oh, oh. Dreamy, breezy, we go. Wir sind in Bad Tölz angekommen. Jo. Besser gesagt auf dem Stellplatz in Bad Tölz. Mhm. Direkt an der Isar. Moment. Da ist sie. Du darfst ruhig mit ins Bild. Mit Hinweis auf Überflutungsgefahr. Ah, okay. Steht am Anfang. So, und der Stellplatz hat keinen Strom. Ja. Kostet ja. 8 Euro, 24 Stunden. So, wir gehen jetzt mal in die Stadt Bad Tölz. Genau, an der Isar entlang. Über die Brücke. Ja, so 600 Meter ungefähr. So, Parkscheinautomat. Entsorgung. Ach so, das ist aber okay, ein bisschen klein hier, ne? Oder? Bodeneinlass, ja, du musst hier so eine Kante fahren, ne? Einmal WC und einmal Frischwasser, ne? 50 Liter 1 Euro. Ja, also die Isar ist mal wieder glasklar. War nicht anders zu erwarten. Ein richtig schöner Fluss, ne? Wir waren ja schon mal an der Isar. Wie hieß das Ding? Isar Rundweg? Wanderweg? Ja, Isar Erlebnisweg oder so ähnlich. Genau, wenn ich es wieder finde, werde ich das mal da oben. Das verlinken. War, als wir in Krün waren, mit dem Wohnwagen. Okay. Spielplatz für die Kiddies ist auch da. Song.
So, Reisdorf Kölsch. Grüße gehen raus an Ernst und Brigitte von Kastenwagenreisen. I found a star, I found a star in you. Always guiding me to where my words are true. I've waited a million years before, and I'd do it all again just to make sure. Yeah, it's hard to be, it's hard to be this real. We can play our favorite song, dancing to it all night long. With you I feel something. Cause we're both so unashamed. We're not playing any games. Yeah, it's hard to be. It's hard to be this real. We can play our favorite song, dancing to it all night long. With you I feel, with you I feel something. Cause we're both so unashamed. We're not playing. Morgen. Morgen. Glück auf. Grüße aus Augsburg. Richtig. Wir sind von Bad Tölz nach Augsburg. Genau. Und vielleicht noch mal ein paar Sätze zu Bad Tölz. Ja. Eine schöne kleine Stadt. Ja. Schöne Häuser, ja. Fassaden, Fronten. Viele kleine Gassen, so Unterführungen, Tunnelse, ja, okay, Tunnel. Und wir standen ja direkt an der Isar-Promenade, ja. Und ja, kann man auch noch mal machen. Ja, ja. Gerade an der Isar immer, immer schön. Den Stellplatz hatten wir ja schon erwähnt, ja. Hat ja, seine Vorteile da, stadtnah. Ja. Und ist wahnsinnig groß. Also da passen... Da passen ordentlich hin. Ordentlich viele hin, ja. So, und dann sind wir ja nach Augsburg gefahren und da stehen wir jetzt direkt an dem Lech, der Lech, an dem Fluss, Lech. Der Lech, die der. Lech, an der Lech. An der Lech, also ist an der Lech. Genau. Strom hast du hier. Mhm. Frischwasser in so. Dann müssen wir gleich nochmal gucken, wenn wir rausgehen. Ich glaube, ist die Richtung gesehen bei der Einfahrt. Nichts, ne? Gesehen habe ich es jetzt nicht. Wenn du hier ankommst, wirst du erstmal von einem sehr netten einheimischen Freiwilligen, gar nicht sprachfaul, Ehrenamtlichen begrüßt hier, der hier wohl so einen Platzwart macht. Ja. So, der erklärt dir ja alles und von dem kriegst du auch hier gleich solche Infomaterial, Stadtkarte. Bezahlen am Automaten mit Münzen 8 Euro, 24 Stunden. Wenn du aber länger stehst, so wie wir haben gesagt, wir wollen eigentlich 2 Tage stehen. Der Automat nimmt keine Scheine und keine Karte, dann hat er den Schein ausgestellt. Ah, okay. Ja, also da brauchte ich dann nicht unser ganzes Kleingeld zu opfern. Strom kostet 1 Euro. Ja gut, wir brauchen keinen Strom. Nee. Die ganze Tour bei der Gelegenheit haben wir jetzt alles mit der Akkukapazität gemacht. Ja. Und das Niedrigste, glaube ich, was wir hatten, waren 46%, was noch drin war. Ja, das sind viele kurze Strecken gewesen, da wirst du natürlich auch wieder nicht vollgeladen, aber das hält sich alles noch super in Grenzen. Ja, also 2 Tage ist absolut null Problem. Dritter Tag, da müsste man vielleicht mal drüber nachdenken. Nee. Vielleicht mal sich daran gewöhnen, den Gedanken aufnehmen. Nee. Okay. Dann wir haben die Drohne geladen. Zweimal die beiden Akkus von der Drohne geladen, unser ganzes Equipment geladen, iPad geladen,
Handys geladen, geföhnt. Die Heizung läuft die ganze Zeit, also das Gebläse nimmt ja auch Strom. Wir haben hier komplettes Licht immer an abends. Also, nee. Ist ja gut. Tippidi top. Ich sag nochmal danke, ihr wisst an wen. Nee, ja. Jetzt gehen wir mit der Stratterbahn oder mit dem Bus fahren wir jetzt rein. Dann schauen wir mal, wie wir da zurechtkommen. Ach so, der Platz hier fällt mir gerade ein. Da sind wir ja gestern. Wann hast du? Gestern sind wir angekommen, ja. Und hier um die Ecke, hier quasi nur unter der Brücke her, hast du eine Tankstelle, Pizzaladen, einen Dönerladen und Norma. Ja. Sonst habe ich was vergessen? 2 Minuten. Wenn, ne? Überhaupt. Also, wenn überhaupt. Wenn glatter ist, kannst du hinrutschen. Ja. Geht bergab. Die Hauptstraße ist direkt hier nebenan. Aber ich für meine Verhältnisse, die ja eigentlich recht geräuschempfindlich bin, ich fand es nicht störend. Ne? Also man hört das Rauschen von der Lech. Relativ. Man hört's. Ja, man hört's. So, man hört auch die Straße, aber ich fand's jetzt nicht so störend. Wobei wir hier wirklich ganz außen an dem äußersten Platz zur Straße hinstehen. Ne? Also wer schon mal in Werdohl an der Lenne stand, die Lenne ist deutlich teurer. Deutlich lauter. Ja, ja. So, aber man hört halt das Rauschen. Ne? Und ja, die Straße, also ich habe sie gehört. So, teilweise, wenn da Feuerwehr oder Polizei vorbeiballert mit Sirene, ist klar. Ich sag mal so gegen 11 Uhr, 23 Uhr, 0 Uhr wird es deutlich ruhiger. Ja, als wenn es mitgegangen ist. Also das ist okay, aber wer jetzt wirklich sehr empfindlich ist, der, ja, der, ja, sollte, es gibt hinten andere Seite noch stehen. Genau, andere Seite, die sind etwas weit, obwohl oben geht auch die Straße. Genau, das war alles vom Platz, glaube ich, soweit, ne? Ich glaube, ja. Wenn nicht, Google. Wir gehen jetzt gleich mal gucken, dass wir zur Straßenbahnhaltestelle hingehen. Genau. Und uns da durchwurschteln und unterwegs werden wir wohl an der Fähr- und Entsorgung vorbeikommen. Genau, wir öffnen. Wir öffnen, genau. Nö, das sollen nur 3 Haltestelle sein. Ansonsten sind es ungefähr 5 Kilometer in der Stadt. Wer gut zu Fuß ist und der kann auch da in der Stadt laufen. 1 Kilometer nur? Ich dachte, hast du nicht was von 1/4 Stunde gesagt? Zu Fuß, ja. Für 1 Kilometer 1/4 Stunde? Lass uns rechnen. 1,5 Kilometer. 6 km/h läufst du im Schnitt. Aber wir haben jetzt auch tatsächlich über Nacht Schnee bekommen hier. Jo. Wir öffnen, komm. Wir öffnen, ja. Wir müssen auch mal ein bisschen hier den Betrieben was zukommen lassen. Die guten Camper eben, ne? Wir lassen Geld in der Stadt. Ja, genau. So, wir machen uns fertig und dann geht er los. Übrigens, der Döner bei Norma war echt lecker. Wir haben uns gestern Döner an der Dönerbude geholt. Ja, der war echt richtig lecker. Ja, aber der war auch der erste seit, glaube ich, 3 Jahren. Ja, das stimmt. Das war mal wieder richtig lecker. So, wir machen uns fertig. So sieht's aus. Hier ist die Versorgung und Entsorgung. Bodeneinlass. Und hier wird Wasser gemünzt, ne? Hier wird Wasser gemünzt, ja. Ich würde mal sagen, 90 Liter, 1 Euro. So, und das ist jetzt praktisch der Platz, der Hauptplatz, kann man das so sagen? Leider hier alles ein bisschen Baustelle versteckt. Ist ja schwierig, hier reinzukommen. Wenn da gerade vorne an noch so ein Baustellenfahrzeug steht, wenn man hier rein will. Das stimmt. Da muss man ein bisschen kurbeln. So, und hier ist der andere Platz für die kleineren Fahrzeuge. Ja. Alle mit Strom. So, und schneit mal wieder. Ja, unten war ein Hinweis, Straßenbahn hier lang. Jetzt gehen wir mal hier lang. Ich weiß zwar nicht, wo wir da rauskommen, aber
Gucken wir mal. Im besten Fall auf einer Straßenbahnhaltestelle. Hier ist noch ein E-Bike-Verleih. Fischerstuben, das ist wohl ein Restaurant. Sieht aber geschlossen aus. Ja. Ist ja schon schön. Winter Wonderland. Schöner Weg hier zu laufen. Ja. So, sind wir den schönen Weg hier gelaufen. Und ja, sind wir schon in der Stadt. Fast. Fast. Genau gesagt, jetzt nehmen wir gar nicht. Hier ist die Stratterbahnhaltestelle an der Brücke. Aber das ist jetzt nicht mehr weit. Nochmal vielleicht genauso viel. Nochmal genauso lang. Doch, ein Kilometer ist nichts. Und dann laufen wir den Rest auch noch. Weil soll ja gesund sein. Ja, macht doch Spaß bei dem Wetter. Einen schönen Schneespaziergang, ne? Ja. Wege sind frei. Ja. Oh my child, I know you hurt and you can't let go. It's not your fault and you don't deserve all the bad and the hurt. Ooh, I know you tried so hard. Ooh, I know you've done your part. It's not fair. You did your time. How much longer will you suffer in this life? But don't give up, just hold on tight. It'll be alright. All your life you've tried to be a good man inside. Did everything that you thought you should. Didn't seem to do you any good. Ooh, I know you've tried so hard. Ooh, I know you've done your part. It's not fair. Your time. How much longer will you suffer in this life? But don't give up, just hold on tight. It'll be alright. So hard. Ooh, I know you've done your part. It's not fair. You did your time. How much longer will you suffer in this life? But don't give up. Just hold on tight. Größte Arbeit leisten. Die Helden meiner Kindheit. Meine auch. Die Helden unserer Kindheit haben und zu. Und das war das Einzige, was ihn aufrechterhalten hatte, dass er nicht nach Zahnpotet kam. Und jetzt haben die zu. Die Augsburger-Puppenkiste hat zu. Voll so. Blöd. Jetzt sind wir hier Kilometer gelaufen. Aber naja, nu, ist halt so. Du machst es dir aber einfach. Ich, ja, nutzt ja nichts. Ich komme da nicht drüber hinweg. Da hinten ist noch so ein Tor. So. Jetzt gehen wir shoppen. Jetzt gehe ich in den Saturnmarkt und hole mir eine Festplatte. Hab da jetzt davon. So. Ja. Mann, ehrlich nicht, ey. Jim Knopf und alle. Oh. Jim Knopf und Luca, so die wilde 13. Urmel. Auf dem Eis. Mann. Hallöchen. So,
Stadtrundgang beendet. Wie lange war das jetzt? Ich glaube, wir waren jetzt 4 Stunden unterwegs gelaufen. Mikes Knie macht sich bemerkbar. Jo, langsam alt. Und also das Wetter war jetzt semi-optimal. Ach, am Anfang noch schön mit Schnee. Ja. War schön, war schick. Der Weg dahin war gut. Ja. Und jetzt zum Schluss, war die letzte Stunde oder was? Ja, nur so Nieselregen, war fies. Einer, der so ein bisschen auf die Knochen geht, ne? Ja, die Stadt, ja, schön, viel zu gucken. Ja, jetzt werde ich gerade überlegen, die ist ja geprägt von den... Fuggerern. Fuggerern, genau. Genau, die große Fuggerei und... Familie Fugger. Genau, aber er hat ein neues Trauma erlitten. Das haben wir ja schon gesagt. Genau, stimmt, unterwegs. Aber ich habe mir das Trauma wieder verschönt. Ja, Festplatte noch keine geholt. Augsburger Puppenkiste. Nee, die hat zu, aufgrund von C. Jo, ja. Erst im, ich glaube, März oder Mai. Irgendwas mit M. Mit M, im April. So, April. So, ja. Nee, so ist die Stadt schon nice. Ja, ja. Ja. Wir haben noch ein Käffchen getrunken, da einen Kuchen gegessen und ja, war schon... Ja, ich persönlich glaube ja, dass es so eine typische Stadt für Sommer ist. Ja. Wenn die ja, da draußen auf den Marktplätzen ja, alles. Ja, ja. Ansonsten hat schon alles auf, so. Ja. Bis auf die Augsburger Puppenkiste. Ja. Nö, so auch mit den kleinen Gästchen, die obere Lech, die untere Lech, die mittlere Lech, die da durchführt, immer mal wieder, die man dann zu sehen kriegt. Das ist eigentlich sehr schön, ne? Nur halt eben, ja, Wetter war nicht so. Wetter war jetzt nicht so kalt, windig, ja. Nass. So, ich werde jetzt mal gucken, dass ich uns noch einen neuen Platz aussuche. Irgendwo Richtung Ulm, die Ecke. Mal schauen. Mhm. Und dann... Morgen dann mal hin. Genau. In diesem Sinne, bis bald. Bis später.